Kann man ein Jahr überstehen, ohne auch nur ein Gesetz zu brechen? Mein Name ist Jürgen Schmieder und ich habe genau das versucht. Wir alle sind Verbrecher. Wir fahren zu schnell, wir hinterziehen Steuern, wir betrügen Versicherungen, wir laden illegal Filme und Musik aus dem Internet. Ich habe versucht, mich ein Jahr lang an jedes Gesetz zu halten, habe aber auch Menschen getroffen, die bewusst Gesetze brechen. Ich habe mich mit allerhand Verbrechern getroffen. Nur Prostituierten, Drogendealern, Räubern, Erpressern, Schmugglern. Und habe herausgefunden, dass wir alle, nicht nur diese Menschen, Verbrecher sind. In Deutschland müssen sich Menschen an mehr als 500.000 Gesetze halten. Weil wir es nicht wissen, werden wir jeden Tag zu Verbrechern. Kann man denn überhaupt ein Jahr leben, ohne auch nur ein Gesetz oder eine Verordnung zu brechen? Ich habe genau das probiert. Ich habe die Krümmung meiner Banane gemessen, die ich morgens gegessen habe. Ich habe niemals falsch geparkt. Ich habe nie einen Film illegal aus dem Netz gesaugt. Ich bin sogar so weit gegangen, meine eigene Frau wegen Ruhestörung anzuzeigen. Über all diese Erlebnisse habe ich ein Buch geschrieben, über das man lachen kann, aber auch nachdenken kann und vor allem auch 100 hilfreiche Tipps bekommt, wie man sich im deutschen Paragraphendschungel zurechtfindet. Das Buch heißt Mit einem Bein im Knast.